zu filmen. Halt. Wirklich, ich finde das schön. Ach so, ups. Ja? Solltest du. Wir gehen ins Zentrum, ne? Wo ist denn Zentrum? Bitte? Ich wäre eigentlich hier lang gekommen. Nee, du musst hier rum. Zentrum in alle Richtungen. Du musst hier rum. Da ist ein Hotel. Ja, aber wir gehen. Ich weiß es nicht. Nee, da sind sie nach Pöhl gefahren. Ja, siehst du. Wäre sehr schön gewesen. Haben sie auch Fischbrötchen gegessen? Ja, natürlich. Also, und dann wären auch immer mehr Autos gekommen. Und dann haben wir auch immer alle Wäschis kontrolliert. Ja, natürlich. Natürlich. Und sie wurden dann aber so durchgebunden. Ja. Sie sind dann um 2:30 auch schon wieder zurückgefahren. Ja, wahrscheinlich haben sie gedacht, das hätte ich auch gemacht. Wahrscheinlich haben sie gedacht, die wohnen in MV. Die haben ja H, WL oder was? Ach so, ja, stimmt, ja. Nee, WL haben die. Ist ja auch egal, jedenfalls haben sie riesen Glück gehabt. Weil das hätte auch anders ausgehen können. Ja, ja. Die hatten nur so viel zu kontrollieren, weil eben auf der Gegenseite sozusagen die Einfuhren. Ne? Also ja, die haben natürlich nicht das Personal in MV, was glaubst du? Ach. Haben das nicht? Polizeistellen abgebaut, muss mal gucken. Polizei Rostock, Polizei Schwerin. Nein, ja. Ja, wir müssen hier weiter. Zentrum ist hier. Doch, vertrau mir, wir sind hier richtig. Ja, aber wir müssen da weiter. Das habe ich auf meinem Plan. Ich bin jetzt noch irgendwie so ein bisschen abgekommen. Ja. Also ein Handy hat sich da geklopft. Ja, ja. Na ja. Guck mal, wie nett, ne? Ein Restaurant ist das. Und Hotel. Ja. Na ja. Hier in Magdeburg kenne ich mich natürlich besser aus als hier. Aber wir werden das schon finden. Also wenn da jetzt mit der Ausschilderung gewesen wäre, wäre ich hier niemals lang gegangen. Nee, ich auch nicht. Aber da hinten ist es nicht, da kommen wir nicht weiter. Doch, da kommst du eben halt durch die Orte, ist immer schöner als in dieser vielbefahrenen Straße allemal. Ja, aber du kommst aber vielleicht nicht in die Fußgängerzone. Doch. Ja, das behauptest du jetzt. Ja, das behaupte ich. Da bin ich mir nicht so sicher. Die enden doch nicht in nirgendwo. Nein, aber vielleicht in den. Naja, ich weiß es nicht. Hab keine Ahnung. Jetzt der direkte Weg vielleicht. In Halberstadt ist das ein bisschen komfortabler mit der Straßenbahn, das muss man schon sagen. Ne? Ja, die sind ja nun weg. Ja, leider. Vor der Wende war die nicht weg, da gab es die auch. Haben sie nach der Wende nicht wieder aufgebaut. Leider. Das ist jetzt eine Schule hier. Wir müssen hier. Ich habe das Gefühl, wir werden hier einmal durch diese Schallschilderung einmal umzugedeckt. Was für ein Abfluss. Warte mal, da hinten ist aber ein Schild, Mama. Da müssen wir gleich mal gucken. Einmal umzugelaufen. Ja, Mama, das ist wie es ist. Da. Ja, Wohnen,
Was lamentierst du denn jetzt? Nächstes Mal kennen wir uns ja auch besser aus. Ist das ein Gymnasium? Ja. Weißt du, woran mich dieser Bau erinnert? Ja. An das Gymnasium in Schwerin am Bahnhof Mitte. Da ist auch ein Riesengymnasium. Ich bin da, als ich mal am Wochentag gewesen bin in Schwerin, bin ich da mal lang gegangen am Bahnhof Mitte. Und da kamen mir Schüler entgegen. Ja, Planetenweg. Guck mal, Uranus. Guck mal, nee. Wir hätten doch auch, statt hier nun ganz rumzulaufen, hätten wir doch auch hier reinlaufen können. Wäre doch viel schöner gewesen. Ja, nur bist du auf zu, ja. Dich zu beklagen immer. Doch. Mal verarschen. Dann mach. Fürs nächste Mal. Und dann will ich eben mal gucken, wann er überhaupt wieder zurückfährt. Die Fahrzeiten. So lang ist das ja nicht. Ach so, du stehst. Nummer 18 oder 21. Ah ja, ja. Also 20 nach Kopf. Gut. So. Vorne, da ist ein Sparkasse. Oh, da ist ein Westdeutscher. So, wir gehen jetzt hier geradeaus, ne? Ja. Maskenpflicht ist hier anscheinend nicht. Jedenfalls sehe ich kein Schild. Ja. Altstadtpassage. Hier ist die Passage. Mhm. Nur die Frage. Ja. Was geöffnet hat. Muss man sehen. Doch. Ah, da ist eine Bank, das ist auch nicht schlecht. Hier ist wieder eine Schule. Siehst du? Giesterwegschule, ist bestimmt eine Grundschule. Ja. Weil die Fenster sehen schon so nett aus. Ja, schade, dass sie hier nicht die Straßenbahn gelassen haben. Ne?
Ringstraße. Komisch, es ist gar nicht mehr hier Busselfahrt. Wieso, was willst du denn beim Rathaus? Ja, weil das so ein Zentrum in Deutschland. Ach so. Ja. Mein Gott, jetzt hör doch auf mit dem blöden Wetter, du. Ja und? Was soll das? Du bist hier nun mal nicht in Spanien. Ist alles gut. Das schöne Städtchen, Sträßchen, hier schöne Lokal, so. Ja. Hotel war so Hirsch. Ja.